In Dresden wird heute an die Bombardierung der Stadt am 13. Februar 1945 erinnert. Wie hier am Heidefriedhof wird an verschiedenen Orten der etwa 25.000 Menschen gedacht, die bei einer Welle von Luftangriffen starben. Britische Bomber hatten die Stadt damals vollständig zerstört. In diesem Jahr nehmen auch Delegationen aus den Partnerstädten Coventry und Breslau an Gedenkveranstaltungen teil. Höhepunkt soll am Nachmittag die Bildung einer Menschenkette sein, als symbolischer Schutz für die Innenstadt.